Nicht, was die Leute brauchen. Twitter. Mit Twitter verbinden, jawohl, Black Ops mit Twitter verbinden. Ja, hier, die Abonnenten wollen ja wissen, warum ich jetzt zum Beispiel 2 Monate kein Video mehr gemacht habe. Call of Duty mit Twitter. Alter, was da schon wieder für Gerüchte rumgehen. Was war alles, Vegas? Ich bin gestorben, ich bin im Knast. Scheiße. Und dann auf Facebook haben sie irgendwie rumdiskutiert, dass ich gehackt wurde. Ach du Scheiße, Alter. Also jetzt nochmal hier, meine lieben Zuschauer. Google, ja. Google ist ja irgendwie so, glaube ich zumindest, verbessert mich, wenn ich mich irre, aber Google ist, glaube ich mal, die größte Firma so der Welt, oder? Kann das sein? Nicht? Mhm. Wer dann? Apple. Stimmt, Apple. Microsoft. Apple ist, glaube ich, mehr wert wie Google, Alter, überleg mal. Scheiß Apple. Nee, Apple ist geil. Ja, auf jeden Fall Google. Apple oder Microsoft. Also ich sag jetzt mal, Google hat schon Kohle, ja? Ich meine, wenn jemand was braucht, ja, klar, Apple, will, dann immer iPhone. Google so. Google hat schon Asche, sagen wir es mal, wie es ist. So, dann hat Google ja YouTube gekauft. Und als man dann sich bei YouTube anmelden musste, musste man auf einmal eine Google-E-Mail erstellen. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit Bit-Verschlüsselungen, aber jetzt so eine Standard-E-Mail Adresse, zum Beispiel wie web.de, verschlüsselt die Passwörter und alles mit 128 Bit. Das ist schon mal echt gut, sage ich jetzt mal. Aber wenn da ein richtig kranker Hacker am Start ist, dann geht er schon da irgendwie durch. Aber jetzt Google, wie gesagt, die haben ja ein bisschen mehr Knete so. Google verschlüsselt die Passwörter mit 256 Bit. Also das Doppelte. Und das ist schon, ja, ganz knackig. So, und dann gibt's ja... Dann gibt's ja bei YouTube noch, also jetzt YouTube ist ja Google, also sagen wir einfach Google. Dann bei Google E-Mail gibt's noch, Zweit-E-Mail mit Handy, Anmeldung in 2 Schritten, geheime Frage und noch Zweit-E-Mail. Oder habe ich Zweit-E-Mail schon gesagt? Also das ist echt so krass gesichert. Ich könnte euch jetzt meine E-Mail schreiben von meinem YouTube-Account und mein Passwort. Ihr könntet da trotzdem nicht reingehen, weil wenn ihr das Passwort zurücksetzen wollt, braucht ihr die E-Mail von, wenn ihr euch da einloggen müsst, wenn ihr euch dann einloggen wollt, dann krieg ich eine SMS auf mein Handy und das Handy habt ihr ja nicht. Und dann müsst ihr so einen Code eingeben, den Code kriegt nur ich. Also selbst wenn man das hacken würde, bräuchte man immer noch das Handy. Und wenn man das Handy nicht hat, dann geht's immer noch über die Zweit-E-Mail. Wenn man ein Passwort zurücksetzen will oder so, dann braucht man auch die Daten von der Zweit-E-Mail, also das ist schon echt sicher. Also die sich da immer irgendwelche Gedanken machen, dass ich gehackt worden wäre, das ist einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, ich glaube, so ein paar Idioten haben schon nicht mal hier mit Anmeldung in 2 Schritten mit ihrem Handy und so, sondern einfach nur E-Mail und Passwort, das kann dann schon gehackt werden, glaube ich, aber es ist, denke ich mal, fast unmöglich. Oder habt ihr, also das geht an die Zuschauer, oder habt ihr schon mal von einem größeren YouTuber gehört, der dessen Channel gelöscht wurde, weil er gehackt wurde? Also ich hab da noch nie was von gehört. Also das ist schon zum Glück ganz schön sicher. Also da ist Google schon hinterher, sonst hätte ja Google einen Scheißruf. Ich tue euch das jetzt mal kurz beweisen, weil sich da ja manche immer in die Hose scheißen. Wartet mal, gehen wir mal kurz auf YouTube. Mach schneller. One Zone. Alter, der Laptop, ne, der scheißt so rein, Alter. Dazu kommen wir gleich, meine Freunde. Warum ich hier mit dem Laptop streame und nicht mit meinem PC. 10 Jahre später. Alter. Juhu, wir haben's gleich. So, wunderbar. Seht ihr hier, ich bin in meinem Account eingeloggt. Kann hier Posteingang, 18.000 Videomanager. Also nix mit gehackt, Alter. Weil da haben so ein paar Zigeuner irgendwie... erzählt so, sie hätte mich gehackt. Ja, natürlich. Das dürft ihr nicht verwechseln mit dem, was im Livestream passiert ist. Im Livestream haben ja so ein paar Zigeuner über so eine spezielle E-Mail, die man eigentlich auf seinem Account geheim halten sollte, haben die irgendwie so 9 Videos hochgeladen. Davon war ein Video ein Porno. Dafür habe ich dann Strike reingekriegt. Der Strike ist übrigens mittlerweile schon weg wieder. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Nee, ich tue nicht mehr im Dashboard bei mir rumhantieren. Auf jeden Fall, der Strike ist schon wieder weg. Geht ganz easy, weil ich meine, wenn der Vollidiot das Video sogar noch nennt, Elotrix gehackt, muhaha. Ich habe YouTube angeschrieben, Alter, 2 Tage, dann war der Strike wieder weg. Es war eh nur eine Community-Richtlinienverwarnung, die läuft nach 6 Monaten sowieso ab, also. Dies ist kein Problem, meine Freunde. Auf jeden Fall, der Channel ist clean, da ist nichts, keine Sorge.
Und ja, wie gesagt, Hacken von YouTube-Channeln, zumindest was größere YouTuber angeht, die ein bisschen mitdenken, so mit Passwörtern und so, quasi unmöglich. Also braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass mein Channel irgendwie mal gehackt wird. Das ist, denke ich mal, das allerletzte Problem. Ihr könnt mir mal die Meinung zum neuen Channel-Design da lassen. Ich weiß, ein paar kotzen da übelst ab, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ja, es ist hässlich, weil man jetzt nur noch den Banner hat. Müll. Dafür sieht es aber auf allen Plattformen jetzt gleich aus, nur halt gestreckt oder gequetscht. Müll. Und ich denke, das war das letzte große Update, was uns auf YouTube reindrücken. Sollten sie uns nochmal ein großes aufzwängen, dann bin ich der Erste, der schreit. Weil ich finde es jetzt zwar nicht so toll wie das Standard-Ding, aber ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, weil wenn man hier Playlists hat, hier zum Beispiel eine Playlist sind die neuesten Videos, dann zum Beispiel meine Dubstep-Playlist ist hier drin und dann kann man beliebteste Videos und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt noch eine Playlist hätte mit allen Call of Duty Gameplays, die könnte ich dann hier noch in den Bereich einfügen, dann alle Halo Gameplays und so weiter, also man kann das übelst gut strukturieren, wenn man das möchte, also es ist schon nochmal ein Tick übersichtlicher geworden, auch wenn es auf den ersten Blick aussieht wie Krebs, Alter. Naja. Ja, es ist Krebs, okay. Auf jeden Fall, warum habe ich 2 Monate kein Commentary gemacht? Also, es sieht nicht nur so aus, Mann. Das werde ich auch, ich werde demnächst mal wieder ein Video machen, da werde ich das bisschen detaillierter erzählen. Das ist halt, ich versuche das nicht immer in den Videos so raushängen zu lassen, ich weiß, aber der ein oder andere Spruch entgleitet mir dann doch, aber es ist einfach so, dass ich ein Stecher bin. Ich popp mich durchs Leben, ich habe fast jede Woche eine andere. Ich habe, was weiß ich, wie viele Tussen schon gebumst, ich habe keine Strichliste geführt, aber es ist einfach eine Tatsache, dass ich die Bitches weghock, wie ich lustig bin, versteht ihr? So, dann habe ich euch in den Videos erzählt, wie ich das mache, so, ich sage immer genau von Anfang an, wie es aussieht, so, ja, hier keine Gefühle, bisschen Sex, Freundschaft plus, alles wunderbar, Freundschaft plus, finden die dann immer ganz cool, weißt du, ja. Und ich dachte eigentlich, das ist okay, so, weißt du, du tust keine Gefühle verletzen und so, und dann gibt's auch keinen Stress irgendwie, wenn du von Anfang an sagst, ja, hier, so sieht's aus, weißt du, und nicht hier so wie manche andere den Weg gehen, so, ja, ich bin in dich verliebt und so ein Scheiß, nur damit sie einen wegstecken können, das ist ja erbärmlich, das machen ja wirklich manche, also so richtig dreist rumlügen, das finde ich nicht in Ordnung, das verletzt auch dann echt die Gefühle. Auf jeden Fall dachte ich, dass dieser Weg der beste ist, aber so vor ungefähr 1,5 Monaten musste ich dann merken, dass das auch irgendwie zwar geil ist, viel Sex zu haben mit verschiedenen Mädchen, aber irgendwann kommt dann irgendwie doch die Quittung. Und zwar, weißt du, solange dieser Mann sie wegbumst und geiler Sex und der ist ja so in Ordnung und bla bla und keine Gefühle im Spiel sind, dann finden diese Wesen mit den Brüsten das immer ja ganz cool, wisst ihr. Aber sobald dann doch Gefühle ins Spiel kommen, scheißegal, was du davor gesagt hast, scheißegal, wie geklärt du das davor hattest, das ist alles dann auf einmal vergessen, wisst ihr? Dann kriegst du einfach den Stempel mit schuldig auf die Stirn und dann geht's ab. Ich schwör's euch, das war der pure Weltuntergang. Das waren 3 meiner, sag ich jetzt mal, schon fast besten Freundinnen, die haben mir so die Zähne gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war die pure Eskalation. Ich hatte wirklich Schiss, dass die mich aufschlitzen, Alter. So sind die eskaliert. Die eine hat sich halt voll in mich verliebt, hat dann übelst die Zähne gemacht. Die andere ist dann nicht klargekommen, dass ich noch andere habe. Die so, reichte ich dir nicht, bla bla, weißt du. Obwohl ich von Anfang an gesagt habe, ja, du bist nicht die Einzige. Ja, ist okay, du bist auch nicht der Einzige, weißt du. Auf einmal verdrehen sie einem die Worte im Mund. Ey, das ging so ab. Boah, das war schlimm, Alter. Da habe ich erstmal Zeit gebraucht, bis ich das geklärt hatte. Und ich wollte eigentlich nicht auf YouTube jetzt ein Video hochladen, so, ja, bin jetzt inaktiv, weil ich hatte ja eigentlich vor, Videos zu machen. Und deshalb wollte ich jetzt nicht ein Video machen, dass ich inaktiv bin, weil ich ja eigentlich vorhatte, Videos zu machen. Und dann kam immer irgendwas dazwischen. Und ich wollte auch jetzt nicht was versprechen, was ich da nicht einhalte, wie zum Beispiel so, ja, nächste Woche kommt 100%ig ein Video und so. Ich weiß, ich glaube, ich habe es einmal auf Facebook gepostet und konnte es dann auch nicht halten. Das ist natürlich scheiße. Da werden dann auch die Abonnenten immer ein bisschen aggressiv. Ich habe die ganzen Posts löschen müssen, weil die... Ich bin wirklich der Letzte, der seine Abonnenten beleidigen würde, aber ein paar von euch, die übertreiben es dann ein bisschen, weißt du? Das kann nicht sein, dass wenn die YouTuber Videos machen, die coolsten sind, denen ihr am liebsten die Hände schütteln wollt, aber sobald sie mal irgendwie einen Monat oder 2 Monate keine Videos machen, dann, ja. Sonst sagt er mir, ihr seid die besten Abonnenten, seid ihr ja auch eigentlich, aber dann auf einmal geht's voll ab. Also was da in den Kommentaren bei Facebook abgeht, glaubt ihr, wenn ich sowas lese, dann kriege ich Motivation, ein Video zu machen. Klar, das war nur ein kleiner Teil, der dann so abging, aber, ja. Mal ganz kurz. Jo. Ich glaube, Julian hat ein Ding am Wandern, ey. Du musst mal das neue Video geben, was der hochgeladen hat. Immer ganz kurz.
Ich glaube, Julian hat ein Ding am Wandern, ey. Du musst immer das neue Video geben, was der hochgeladen hat. Da stehen dein ganzes einfach Zimmer so ist voll mit Kartons mit seinem Album. Und er unterschreibt jedes einzelne Album. Du siehst einfach, der ganze Raum ist voll mit Alben. Und der unterschreibt einfach jedes, der ist komplett gestört. Locker. Glaube ich schon. Alter, wie viel der da hat, ey. Das sind bestimmt über 10.000 oder so. Als ob sich so viele Leute das Album kaufen. Ich glaube aber, wenn das ist auch wenn so viele Leute kaufen, teuer, so ein Album reich, überhaupt zu produzieren. Also, da wird er schon viel Schule Geld reingesteckt haben. Ja, ich glaube, da verdient er, glaube ich, gar nicht so viel dran. Ja, auf jeden Fall, Vegas war bei iTunes. Also, liebe Zuschauer, so, macht den mal ein bisschen locker, wisst ihr, wir YouTuber, wir sind zwar dafür da, um euch zu unterhalten, aber. Also ich auf jeden Fall habe schon immer eigentlich einen unregelmäßigen Video-Output gehabt. Und ich verpiss mich jetzt nicht einfach auf YouTube, ohne euch Bescheid zu sagen. Also wenn ich wirklich aufhören sollte mit YouTube oder wenn ich gestorben bin, dann würde euch schon jemand Bescheid sagen. Und das mit dem Hacken, wie gesagt, das passiert eh nicht. Also macht euch da mal ein bisschen locker. Wisst ihr, ich kann euch ja irgendwo verstehen. Ich schaue ja zum Beispiel als einzigen YouTuber nur Julians Blog. Und wenn Julians Blog auch 3 Wochen am Stück kein Video hochlädt, dann werde ich auch immer ein bisschen aggressiv, weil der Pimmel mal wieder was machen soll, denke ich mir. Wenn ich dann jetzt hier 2 Monate kein richtiges Commentary mache, dann kann ich ja verstehen, dass ihr da ein bisschen aggressiv werdet. Aber ich meine, es kommt dann immer manchmal so rüber, als wären ein paar von euch so richtige Eckenhänger, die Tag und Nacht nur auf YouTube chillen, auf meinem Channel sind und F5 hämmern. Ich meine, keine Ahnung, Alter. Ja, okay, zurzeit ist echt ein Dreckswetter, aber geht da mal raus, ein bisschen schwimmen so. Oder warum stalkt ihr meinen YouTube-Channel? Stalkt doch lieber das Facebook-Profil von irgendeiner Freundin von euch und checkt mal aus, wie ihr die Ische klar machen könnt. Wisst ihr, wie ich meine? Wie gesagt, ich werde niemals meine Abonnenten beleidigen, aber ein paar von euch sollten mal ein bisschen, wirklich, ich sag's ja nicht zum Spaß, warum ist mein Introspruch so? Nehmt mal wirklich euren Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Tut mal ein-, zweimal am Tag euch einen schütteln, dann seht ihr die Welt mit ganz anderen Augen, dann werdet ihr mal ein bisschen lockerer. Drückt dann mal regelmäßig rein, dann seht ihr die Welt ganz anders, wisst ihr? Hier YouTube zocken so, das ist ja nur zum Spaß, Alter. Ist ja keine Pflicht so, wisst ihr, wie ich meine? Und wenn jetzt auf YouTube ein Video von mir kommt, schön und gut, dann habt ihr mal eine Viertelstunde was zum Gucken. Wenn ihr jetzt mal einen Monat kein Video habt, dann sterbt ihr doch auch nicht, oder? Das sind, mein Gott, dann habt ihr halt eine Stunde mehr von eurem Leben, könnt ihr eine Stunde mehr eine Ische klar machen, oder? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, ich denke, ein paar sind halt einfach jung, die verstehen das noch nicht so ganz, dass es Wichtigeres gibt im Leben als... Ach so, Kacken. Hör mal auf, damit du spast. Ja, auf jeden Fall war es dann... Ja, Vegas, Alter, ich würde das schon gerne erzählen, doch dann kannst du rumfurzen, so viel du willst. Auf jeden Fall, was dann auch noch dazu kam in diesen 2 Monaten, ist auch noch mein NASA-PC kaputt gegangen. Was heißt kaputt gegangen? Der ging einfach nicht mehr an. Ja, richtig gelitten. Und der PC war, der ist so konfiguriert oder halt so, was weiß ich, wie man das nennt, der ist so zusammengebaut, dass er die Daten, die da drauf sind, verschlüsselt. Und der ist ja, wie gesagt, gar nicht mehr angegangen. Dann bin ich zu dem Kumpel gefahren, der den zusammengebaut hat. Dann haben wir das Netzteil ausgetauscht und dann ging er immer noch nicht an. Und ich kann jetzt nicht einfach die Festplatte aus dem ausbauen und meine Gameplays oder so rüberziehen. Das geht nicht, weil die Daten da ja drauf verschlüsselt sind. Also hatte ich dann eine Zeit lang auch Gameplay-Mangel, weil ich gar nicht so viel gezockt habe. Auf jeden Fall hat er das dann irgendwie in 3 Tagen hinbekommen, dass er wieder ging. Er hat den Fehler nicht wirklich gefunden, aber irgendwie ging er dann wieder und dann habe ich ihn wieder abgeholt, aufgebaut wieder alles, habe ihn angemacht und dann ging er, glaube ich, ganze 2 Minuten, dann ging er wieder nicht. Und dann bin ich so ausgerastet, habe ich erstmal einen von meinen Monitors zertreten, locker 20 Xbox-Spiele an die Wand gehauen, habe ich erstmal eine halbe Stunde die grünen Splitter wegfegen müssen. Oh, ich habe so viel zerdroschen, ey. Meine Halo 4 Xbox, meinen iPod habe ich zerdroschen, meine Halo 4 Xbox habe ich umgetreten. Oh, ich bin so ausgerastet. Gott sei Dank habe ich mein Mikrofon ganz gelassen, Alter. Und meinen Zocker-Monitor. Ich bin wirklich richtig ausgerastet. Und jetzt ist der seit locker einem Monat, ist er jetzt immer noch bei der Reparatur und ich habe keine Daten,
alles, was da drauf war, alles, ich komme da einfach nicht ran. Die ganzen Gameplays, die ganzen Scheiße, weißt du, der Allotrix, da, ich habe ja gehört, der Allotrix, das ist so ein ganz intelligenter, habe ich gehört. Aber wisst ihr, das ist so ein Vollidiot, der ist dumm wie Knäckebrot, ja? Der ist ja so richtig der Schlaue, der hat 2 externe Festplatten. Wisst ihr, was er auf die externen Festplatten macht? Auf der einen macht er seine Videos, die er schon hochgeladen hat in YouTube. Ja, bist du gelähmt? Wie schlau ist denn der? Die braucht doch eh keine Sau mehr. Ja, und auf der anderen externen Festplatte sind die Animes und Filme abgespeichert. Aber wisst ihr, wo die Gameplays sind? Auf der 1 Terabyte Festplatte, die im PC ist. Weil wenn der PC ganz mal kaputt geht, der braucht ja nicht die Gameplays zum Kommentieren. Nein, der Carsten ist ja ganz der Schlaue. So ein Spaß. Ich hätte mir selber ins Gesicht treten können. Selber ins Gesicht treten hätte ich mir dafür können. Ich komme an keine Gameplays. Ich habe so geile Gameplays erspielt. Was weiß ich, Alter, 156 zu 3 Multiteam, 101 zu 0, 101 zu 1, Abschuss bestätigt in Multiteam. So richtig geile Gameplays, wisst ihr? Und jetzt, Alter, kaum Gameplays, Mann. Und Gas-Gameplays, Alter, kommt nicht in die Tüte, Mann. Da zocke ich lieber mehr wieder. Jetzt habe ich zwar wieder ein paar Gameplays, will mich jetzt nicht rausreden, dass ich keine Gameplays habe, aber das hat mich einfach so sauer gemacht. Da hatte ich erst recht keinen Bock mehr zu kommentieren, ey. Und da haben mir nebenher noch die Bitches genervt, ey. Da könnt ihr euch denken, ey, da war die Motivation ganz unten. Und ganz ehrlich, mag sein, dass ich nicht so viel auf Video hochlade. Okay? Das ist okay, das gebe ich zu. Aber ich lade auf YouTube immer noch das hoch, was ich will. Und ich lade in YouTube nur das hoch, womit ich zufrieden bin. Ich habe locker schon 5-6 Videos gelöscht, die ich kommentiert habe, weil ich mit denen nicht zufrieden war. Weil ich halt einfach nach dem Commentary nicht so dieses Gefühl hatte, ja Mann, das war ein gute Laune-Commentary, das gefällt deinen Abonnenten. Ich will einfach nicht ein Video machen, wo ihr vielleicht sogar gut finden würdet, wo ja, ich aber dann denke, oh, 10.000 Daumen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock hatte auf das Video. Das will ich nicht. Dann verzichte ich lieber auf die Klicks und die Daumen hoch für das Video und lass es ganz. Also dann, ich behalte mir halt das Recht vor, wirklich nur hochzuladen, worauf ich Bock habe und wann ich Bock habe. Dafür sind die Videos dann auch, denke ich mal, den Umständen entsprechend auch ganz in Ordnung. Hoffe ich auf jeden Fall. Außer ihr guckt mich nur, weil ich gelähmt bin. Bin ich übrigens nicht. Der war witzig, gell? Nee. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich denke, demnächst lasse ich mal wieder schwingen, aber ich kann nichts versprechen. Ich hoffe, die Motivation kommt jetzt wieder, aber wenn ich jetzt irgendwie so die letzte Zeit angucke, boah, da hatte ich einfach keinen Bock. Ich habe sogar 2-3 Mal versucht zu kommentieren, aber ich hatte einfach so keinen Bock. Ich wusste auch gar nicht, worüber ich reden soll, weil ich einfach so gefrustet war. Keine Ahnung, ich hätte nicht gedacht, dass mich mit Hussen so aufregen, ey. Naja, wie gesagt, das ist jetzt eh alles geklärt so mit denen. Die können mich auch herzlich am Arsch lecken, wisst ihr. Hänge ich meinen Dödel in Tussen rein, die nicht durchdrehen. Ich habe Gott sei Dank ein Mädchen kennengelernt, die ist richtig korrekt. Habe ich mit der jetzt schon 4 Mal getroffen. Die hat übrigens auch sehr viel Zeit in letzter Zeit in Anspruch genommen. Also, wenn ich mal Zeit hatte, war ich eigentlich immer mit der am Chillen. Die werdet ihr bald kennenlernen. Die kommt nämlich bald zu mir. Und dann werde ich mit der, denke ich mal, das eine oder andere Commentary starten. Ja. Naja, auf jeden Fall geht's. Oh, Vegas, dein Echo! Alter, shit happens, Mann. Alter, auf jeden Fall. Ich sein Headset ist so kaputt, Alter. Richtig Alter, vergewaltigt, mega. Das Headset. Alter, das ist mir zu still. Ich muss wieder Musik anmachen, ein bisschen. Ich glaube, Vegas hat das Headset jetzt endgültig eliminiert. Vegas? Nee, so weit bin ich noch nicht gegangen. Das kommt erst, wenn ich genug Geld habe wieder für Neues, ey, dann schmeiß ich echt. Nee, so weit bin ich noch nicht gegangen. Ja, auf jeden Fall, Jungs, wie gesagt. Das kommt erst, wenn ich genug Geld habe wieder für Neues, dann schmeiß ich demnächst mal wieder ein paar Videos kommen. Dann auch mit guter Laune. Ich kann aber nichts versprechen, aber jetzt ist eigentlich alles soweit geklärt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass der scheiß NASA-PC endlich wieder repariert ist. Dann wird's losgehen, Alter. Aber wie gesagt, so die ganzen Punkte im Detail sage ich dann im nächsten Commentary mal, damit auch die anderen wissen, was da los war. Starlos!